Hi ho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. So, in der letzten Folge sind wir, beziehungsweise haben wir die Aufgaben, die uns an der Oberfläche von Baldur's Gate, also der Hauptstadt hier, die wir da hatten, haben wir jetzt alle abgeschlossen eigentlich, bis auf ein paar wenige, aber für die müssen wir ja jetzt in die Kanalisation gehen. Zum einen, weil Scar will, dass wir dort was untersuchen, nämlich das Verschwinden von Leuten. Und wir haben hier einen Nekromanten gehabt. Ich glaube, der wohnte, ja genau, der müsste hier gewohnt haben. Der wollte, dass wir eine Leiche aus den Abwasserkanälen besorgen. Also, dann geht es jetzt runter in die Tiefe. Ja, der Vorspann gerade eben war schon mal ziemlich uneinladend, also das Zwischenvideo. Und wir stehen nun mitten in der Kanalisation. Ja, die Kanalisation besteht aus drei Teilen. Wir sind jetzt, glaube ich, im östlichen Teil. Mal kurz gucken. Ja, wir sind hier im Osten runter, also müssten wir im östlichen Teil sein. Gut. Und dann gucken wir uns hier mal um. Gehen wir erstmal nach Norden und gehen dann so im Uhrzeigersinn herum. Und schauen, was wir finden können. Hier ist schon mal so ein Auffangbecken mit drei abgesperrten Kanalgittern. Und hier hätten, könnten wir auch wieder nach oben gehen. Oder wir folgen diesem Gang hier, der uns in eine Sackgasse bringt. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier zurück. Oh, da ist ein Aaskriecher aufgetaucht. Drei Aaskriecher sogar. Diese Gruppe, das könnten die Tausendfüßler sein, von denen Scar gesprochen hat. Das heißt, wir sind hier schon mal richtig. So, ausschalten, bevor sie uns lähmen können. Was? Gut. Das heißt, wir folgen mal dem Weg. Wahrscheinlich sind sie nämlich gerade von da gekommen. Hier ist eine Schleuse. Okay, das heißt, hier ist wahrscheinlich so eine Art Hauptkanal. Folgen wir dem einfach mal. Mal gucken, wo er uns hinführt. Zu noch mehr Aaskriechern. Gib mir auf die Augen, Bo! Gib mir auf die Augen! So, die töten wir auch. Oh, und da ist noch einer. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich auf einmal Pause gekriegt habe. Dabei stand er da und hat in die Ecke gelauert. So. Alle sind so vertrauenswürdig wie Minsk und Bu. Vielen Dank. So. Dina hier hat noch genug Schleuderkugeln und hat noch zwei Sachen zu identifizieren. Was wir allerdings nicht können, weil wir keine Zauber haben. Und da hinten dann den Helm von Baldurian, den haben wir auch noch. Immerhin sollte mal Pfeile nehmen. So. Hä? War das gerade nicht mehr? Oder habe ich mich verguckt? Egal. Ja? Quicksave mal machen und dann gucken wir uns weiter hier um in dieser Richtung. Hier ist nochmal so eine Schleuse, okay. Scheint schon mal irgendwo hinzuführen. Mal sehen. Oh, zu einem Übergang. Mal sehen, wo landen wir da. Erstmal warten, dass Dina hier aufholt. Und dann müssen wir da rein. Ah, das ist das nächste Kanalgebiet. Okay, da wollen wir aber noch nicht lang. Wir wollen erstmal hier den Osten zu Ende erkunden.
Das müsste dann das mittlere Gebiet sein, das zentrale Kanalgebiet. Das sehen wir uns dann aber erst später an, wenn es soweit ist, wenn wir soweit sind. Oh, noch mehr Astviecher. Okay. Sehr schön. Weg mit dem Astkriecher. Oh. Noch mehr Astkriecher. Oh, eine ganze Horde. Da werfe ich doch gleich mal einen Feuerball rein. Au. Okay, der hat... Ja, Hira mit erwischt. Habe ich hier gerade das Nest von dem gefunden. Ah, und Talisa ist... Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Gelähmt worden. Oh. Ein Ogermarkus. So, ein paar kümmerliche Erdoberflächenbewohner sind zu Tode gekommen. Meint er damit jetzt, dass wir gekommen sind, um zu sterben? Oder meint er die Aaskriecher hier getötet haben? Eine nette Ergänzung für meine Sammlung. Meine kleinen Lieblinge haben wohl viel Not und Pein in euren Reichen auf der Oberfläche verursacht. Was? Ja. Meine lieben Tierchen tötet diese Eindringlinge. Okay. Ja. Was immer ihr braucht. Oh, der hat seinen Mut wiedergefunden. Erstmal den Aaskriecher loswerden. Und dann den Markus. So. Nur 650 Punkte für den Markus. Naja. Ja, oh so. Allgegenwärtige Autoritätsperson. Werden wir darauf warten, dass Talisa nicht mehr gelebt ist. Oder gehalten. Kann sie. Ihr habt eine Aufgabe? Ah, schon passiert. Was wollt ihr? Kann sich ja hier haben mal etwas heilen. Und Talisa dann auch gleich. Nichts leichter. So, dann gucken wir mal, was der Ogermagus hier verloren hat. Erstmal Gold, ein Rubinring. Oh. Und ein Schwert. Was wir wahrscheinlich auch nicht identifizieren können, ha? Bastardschwert, nein, können wir nicht. Wow. Ach, das ist der eine Aaskriecher, der abgehauen ist. Ja, okay. So, das war das Nest vor den Aaskriechern. Inklusive ihrem Anführer. Ich glaube, das war schon... Ja, war der, der dafür verantwortlich war, was Ska uns aufgetragen hat. Dass Leute verschwunden sind. Immerhin, Dünner hier, ihr steht im Weg. Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Und gehen da entlang. Gucken uns mal da um. Da dürften wir wieder genau auf den Gang treffen, wo wir reingekommen sind. Gut. Dann können wir da runter gucken und dann da runter. Oh. Oh, eine Faselspinne. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein. Stirb einfach. So. Oh, ein Level-Up für Dünner hier. Jetzt ist sie Stufe 8. Hm? Kriegt 6 Erfahrung, 6 Lebenspunkte, einverstanden. Das ist nicht gerade, also Dünner hier hat wirklich wenig Lebenspunkte. Selbst Minsk hat so angeschlagen, wie er ist, mehr Lebenspunkte als Dünner hier. So, sie kann dafür jetzt aber neue Zauber hoffentlich mal einprägen. Ja, auf jeden Fall neuen Magiebann. Und eine Kugel der Unverwundbarkeit, das ist leider der einzige Stufe 4 Zauber, den wir haben. Was wollt ihr? Gut. Kann sie jetzt was von den Sachen identifizieren? Das Bastardschwert nicht. Ah, aber den Schienenpanzer. Den kannst du nicht tragen, weil du so einen Schutzring hast. Jo. Was passiert, wenn ich dir den Schienenpanzer gebe? Dann hast du dieselbe Rüstungsklasse. Nee. Bringt also so gut wie nichts. So, gucken wir lieber mal hier weiter. Nichts leichter als das. Also wir wollten erst hier runtergehen, glaube ich. Gucken, was hier ist. Vielleicht ist hier nur eine Sackgasse.
Nein, hier ist ein neuer Raum. Ah, hier ist so eine Kurve. Also wieder eine Abzweigung. Hier könnten wir hoch. Hier können wir komischerweise nicht hoch. Von oben scheint Licht rein wie von Laternen. Oder die Sonne. Ah, gehen wir mal hier lang. Hier dürfen wir zurückkommen. Genau auf den Raum. Okay, hier sind Spinnweben. Gut, das war noch eine Phasenspinne. Die beiden sind abgeriegelt, das heißt, wir können nur hier lang gehen und kommen wahrscheinlich hier. Der Weg da führt hier zurück. Können wir kurz hier rein lang gucken. Mhm. Gut, okay. Hier lang kommen wir zurück in den Raum, aber gucken wir erstmal, was hier unten ist. Eine Ratte, mit der legen wir uns jetzt mal nicht an. Die ist definitiv zu stark für uns. Spaß beiseite. Oh ne, die Ratten, die tun uns nichts. Die stehen nur im Weg rum, also lassen wir sie in Ruhe. Okay, hier ist eine Sackgasse. Was ist hier lang, wo die Ratte rumwuselt? Auch eine Sackgasse. Und hier hinten? Ah, hier ist ein Weg. Okay, ein etwas längerer Weg. Der sieht aber nicht so aus, als ob er da oben irgendwo hinführte. Gucken wir trotzdem mal, wo uns das hinbringt. In noch eine Sackgasse, okay. Gut, das heißt, wir haben das hier unten aufgeklärt. Das heißt, wir gehen wieder hier oben hin. Und schauen dann den Gang, dann kurz den Gang und dann die Gänge im Westen uns noch an. Ja. Gut. Da lang. Dort ist aber auch nichts mehr, okay. Dann die Gänge hier. Erstmal den unteren, dann den mittleren, dann den oberen. So. Der Gang ist leer und lang und ein totes Ende. Okay, also eine Sackgasse. Totes Ende. Dead End. Schlechte Übersetzung, ja. Und der Gang hier, der sieht schon mal nicht sehr appetitlich aus. Ugh. Da haben wohl die Aaskriecher ihre Speisekammer. Mal sehen, was finden wir hier. Oh, erstmal eine Leiche. Die brauchen wir ja für den... Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Die brauchen wir für den Nekromanten. Und ein paar Sachen. Oh, ein ist das Magiewiderstandstrank. Hm. Und noch ein Rubinring. War auch dabei. Okay. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold und ein Schnelligkeitsöl, was kein Schnelligkeitsöl ist, sondern ein Gift. Und hier geht's weiter. Wohin geht's hier? In den Unterkeller. Sehr toll. Direkt neben dem Leichengang ist der Unterkeller. Ja, es gibt nämlich in jedem Kanalisationsteil einen Gang in den Unterkeller. Das heißt, der Unterkeller ist sowas wie der Mittelpunkt. Was wollt ihr?
Und hier sind ziemlich viele Wächter, was Sinn macht. Beinahe unter meiner Würde. Eda, macht unseren Damen keinen Ärger. Wenn ihr grob zu Nicht-Angestellten sein wollt, dann bitte nicht hier. Was? Gewählte Ausdrucksweise, muss ich sagen. Wenn ihr grob zu Nicht-Angestellten sein wollt, dann bitte nicht hier. Also wenn ihr euch mit den anderen Kunden prügeln wollt, dann tut das bitte woanders.